Pflichtspielpremiere vor heimischem Publikum für Thomas Tuchel. Im Rückspiel gegen den Wolfsberger AC wird der neue Trainer von Borussia Dortmund erstmals auf der Bank im Westfalenstadion Platz nehmen. Und das vor einer deutschen Rekordkulisse für die Europa-League-Qualifikation. Für den Klopp-Nachfolger ein ganz besonderes Debüt. Wo sonst soll es möglich sein, wenn nicht beim BVB, würde man schon fast sagen, dass einfach in der Quali-Runde über 60.000 kommen. Das zeichnet den Club aus, das zeichnet die Fans aus. Das ist die Energie, auf die wir uns freuen, seit wir wissen, dass wir hier Trainer werden. Im Tor wird im Gegensatz zum 1:0-Erfolg im Hinspiel gegen die international eher drittklassigen Wolfsberger Weltmeister Roman Weidenfeller anstelle von Neuzugang Roman Bürki stehen. Die T-Frage lässt Tuchel aber weiter offen. Ich habe auf jeden Fall Respekt vor dieser Entscheidung, weil Torhüterentscheidungen natürlich immer viel mehr als bei Spielern so eine Grundsätzlichkeit beinhalten. Wir haben einen jungen Neuzugang und einen ganz erfahrenen alten, älteren erfahrenen Torhüter, der lange Jahre da ist und hier natürlich auch eine ganz andere Rolle in der Mannschaft hat, und beide machen es herausragend gut. Eine gute Leistung muss auch der BVB zeigen, denn alles andere als der Einzug in die Playoff-Runde wäre für die Borussen ein regelrechtes Desaster. Die Erwartungen der Dortmunder Fans sind vor allem im heimischen Stadion groß.